Okay, dann herzlich willkommen zu unserem Talk There and Back Again, in dem wir euch ein bisschen darüber erzählen wollen, wie man autonome Segelboote baut, worauf man so achten kann, ein paar Tipps und Tricks und vor allen Dingen auch unsere Lessons learned, damit ihr sie nicht auch noch wiederholen müsst. Wer sind wir? Ich bin Moritz und... Gude, ich bin Felix. Wir sind beide Studenten vom Sailing Team. Wir sind eine Hochschulgruppe hier in Darmstadt. Und wie gesagt, wir bauen an autonomen Segelbooten. Und die Frage, die wir oft hören, ist, warum? Ja, für solche Abende, man sitzt um 8 Uhr abends in seiner Ferienwohnung in den USA, will eigentlich grillen und kümmert sich eher darum, wie man das Boot, was man vor 2 Stunden abgesoffen hat, wieder fit kriegt und möglichst die Feuchtigkeit rauskriegt und am nächsten Tag es nicht wieder versenkt. Genau, und man kann sich auch überlegen, so, was ist das größte Problem mit einem Boot? So ein Boot kann sinken, ja. Also Wasser ist der natürliche Feind des Bootes und deshalb ist Darmstadt quasi der optimale Ort, um ein Boot zu bauen. Ihr seht selber, ja. Also ihr seid hier genau am richtigen Ort, wenn ihr ein Boot bauen wollt. Genau, die Frage ist, okay, man will ein Boot bauen, klares Ziel, was soll dieses Boot können? Und da können wir erstmal uns schauen, was gibt es denn einfach so an Booten? Vielleicht können wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Ein Boot, man kann sich zum Beispiel so ein Rennboot bauen. Ja? Da passen dann 30 Leute drauf, kann man durch die Welt heizen, ist super. Was gibt es noch? Man kann sich zum Beispiel ein Frachtschiff bauen. Ja? Das ist zum Beispiel so ein autonomes Frachtschiff, das fährt durch die Gegend und transportiert Dinge, die wir alle brauchen. Ja? Wir haben gesagt, wir bauen so ein Segelboot. Ja? Das ist jetzt durch den Wind angetrieben, ganz klein, fährt autonom. Contiki, damit hat jemand mal gezeigt, man kann irgendwie quasi mit keiner Technik über den Pazifik fahren. Man kann ein U-Boot bauen, da gab es einen coolen Talk zu, haben vielleicht ein paar von euch gesehen auf dem letzten Kongress. Wenn nicht, macht das. Die sind weiter unten, ist auch cool. Man kann auch ein Rennboot bauen, ja, das ist super klein und super schnell. Fräuling, ja, das ist mehr ein Flugzeug als ein Segelboot. Okay, wir haben irgendwie Vielfalt, ja, wir müssen es organisieren. Also, was kann man sich für Fragen stellen, um zu organisieren, was ein Boot können soll? Das erste ist vielleicht Zuverlässigkeit. Wenn ich irgendwie einfach über den See heizen will, dann muss es was anderes können, als wenn ich Tage, Wochen, Monate auf hoher See bestehen möchte. Ne? Soll das Ding also das Ganze autonom machen, ja, oder möchte ich vielleicht fernsteuern? Ja? Weil wir setzen keinen Menschen drauf, aber selbst dann gibt es halt einen Unterschied, zu welchem Grad das autonom ist. Ein bisschen analog vielleicht auch zu Autos. Wie schnell soll das Ganze sein? Ja? Will man einen Wettbewerb gewinnen, wo es irgendwie um Regatta geht, schnell zu sein? Will man einfach ewig lang den Ozean vermessen? Ja, welches Wetter muss es abkönnen? Will man irgendwie Vermessungsinstrumente mitnehmen oder nicht? Und wie lang soll das Ganze irgendwie unterwegs sein? Und eine Sache, die man dann schnell vergessen kann, ist, man will irgendwie ein Boot bauen, das witzig ist. Ja? Man will irgendwie Spaß dabei haben und irgendwie technische Herausforderungen lösen. Und das kann man auch nicht, sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Genau. Wenn man das alles geklärt hat und so ein bisschen weiß, was das Boot können soll, dann kann man sich Gedanken machen, was baut man jetzt rein? Und da kannst du uns erzählen, welche Gedanken man sich da machen sollte. Genau. Im Endeffekt gibt es 3 Hauptkomponenten. Wir haben einmal unseren Rumpf, unsere Hülle. Dann müssen wir uns überlegen, wie treiben wir das ganze Ding an und wie steuern wir das im Wasser. Fangen wir an mit der Hülle. Da gibt es so 2 große Kategorien. Das eine sind Verdränger oder Displacement und das andere sind Gleiter oder Planning Hulls. Was so ein bisschen der Vorteil, der Nachteil. Planning Hulls gleiten übers Wasser, sind einfach deutlich schneller, sobald sie mal Tempo erreichen. Während Displacement Hulls, die fahren eher gemächlich, liegen dafür auch ein bisschen ruhiger im Wasser, dümpeln so ein bisschen schön vor sich hin. Naja gut, schauen halt aus wie eine alte Galeone und fahren sich ungefähr auch so. Wenn wir uns jetzt dafür entschieden haben, wollen wir ja einen runden oder einen V-förmigen oder einen flachen Kiel, müssen uns die nächste Sache überlegen, wenn wir den Rumpf haben, wie wollen wir unseren Kiel haben. Ein Kiel dient im Endeffekt dazu, unsere Abdrift zu verhindern. Kommt eine Strömung von der Seite, unser Kiel sorgt dafür, dass wir weiterhin geradeaus laufen. Auch hier gibt es wieder 2 große Gruppen. Das eine sind die Lang- oder Full-Kiels und das andere sind die Fin- oder Kurz-Kiele. Ein Lang-Kiel, man sieht so an der obersten Grafik, ja, so schaut halt einfach ein Kiel von irgendeinem historischen Boot oder einem Flaschenschiff aus. Das waren so die Kiele, die früher einfach viel verwendet wurden. Die wurden dann immer kürzer mit der Zeit und irgendwann ist man auf die Fin-Kiele rund zurückgegangen, weil man gemerkt hat, so für die eigentliche Führung oder den meiste Effekt hat man eigentlich vorne an der Spitze vom Blade und dann hat man einfach diese schmalen Kiele und dann war die Frage, wo platziere ich mein Ruder? Bislang hatte ich mein Ruder einfach hinten am Kiel, ist dann immer weiter nach vorne gewandert, ja, weiter vorne, da ist so der Drehwinkel nicht so geil, also hat man es wieder nach hinten platziert.
Naja, hat natürlich jetzt mal wieder mehr Wasserreibung. Wenn man jetzt moderne Yachten, da verschwindet es schon mal aus dem Wasser raus. Also es ist wie bei beiden Fällen hier, man muss so abwiegen. Was möchte ich haben? Möchte ich Tempo? Möchte ich Laufstabilität? Möchte ich Geschwindigkeit? Haben wir das Ganze? Können wir jetzt endlich den Rumpf bauen. Wir fangen an, wir machen einfach eine schöne Zeichnung, dann bauen wir vielleicht mal eine Testform. Sieht man jetzt hier auf dem Bild, sieht man auch hier neben uns mal im Original, wie groß das ist. Dann braucht man irgendeine Form, die wir jetzt den eigentlichen Rumpf bauen. Wir in dem Fall eine fräsen lassen und dann mit GFK das da drin, naja, wir tapezieren in gewisser Weise. Wir haben das also in dieser Rumpfform reinlaminiert. Dann haben wir das irgendwann aus der Rumpfform gelöst, lackiert und dann kommt der schöne Part. Man testet, ob man was Sinnvolles gebaut hat oder nicht. Und bei der Größe war es natürlich, wo nimmt man mal 80, 90 Kilo Payload her? Man setzt einfach den Nächstbesten aus dem Team ins Wasser und hofft, dass er nicht nass wird und auch sein Phone nicht. Gut, damit haben wir jetzt Rumpf und tatsächlich auch Steuerung fertig. Müssen wir das ganze Ding noch antreiben. Motor ist langweilig, das kann jeder, also machen wir was Spannenderes. Wir machen Segeln. Und beim Segeln müssen wir jetzt erstmal ein kleines bisschen Physik machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn wir uns überlegen, welche Kräfte, und nein, wir machen natürlich nicht Physik, wir machen es einfacher. Das ist so die erste Form vom Segeln. Die beiden Jungs demonstrieren es da wunderbar. Wir haben Wind aus dem Rücken, wir halten irgendeine Plane, Tüte oder halt in dem Fall ein Zelt hin. Und dann nimmt uns wunderbar mit. Wir haben eine schöne Kraft nach vorne, perfekt. So, was machen wir jetzt allerdings, wenn der Wind von vorne kommt? Und das ist so der zweite Effekt und der erklärt so auch, wieso moderne Segelboote so aussehen, wie sie aussehen oder wie zum Beispiel auch Marlin hier vor uns. Wenn der Wind von vorne kommt, wirkt unser Segel auf einmal nicht mehr wie sozusagen ein Windsack, sondern es wirkt auf einmal wie ein Flügel. Der weiße Wind erzeugt einen Über- und einen Unterdruck und wir kriegen eine Vorwärtskraft und können jetzt auch am Wind oder ja, mehr oder weniger gegen den Wind ein bisschen segeln. Gut, jetzt wissen wir, wie es theoretisch funktioniert. Wie bauen wir das jetzt? Ja, die Menschheit entwickelt schon sehr lange an Segelbooten und dann kommen wir halt bei so einem Diagramm an und jetzt dürft ihr auswählen, welches Rig ihr verwenden wollt. Das sind so die aktuell gängigsten. Das Relevanteste seht ihr eigentlich hier links in der Mitte, das ist der sogenannte Slope Rig. Das ist das, was ihr eigentlich heutzutage bei fast allen Segelbooten sehen. Wir haben Vorsegel, wir haben Hauptsegel und die wirken im Tandem, die werden die meisten gefahren. Haben wir auch jetzt mal hier so ein paar Beispiele. Im Hintergrund seht ihr nochmal Marlin, klassisches Slope Rig. Daneben haben wir ein Boot vom letzten Wettbewerb, hier mit einem Marconi Rig. Allerdings, wie gesagt, Segel funktionieren teilweise einfach auch wie Flügel. Das heißt, wir können auch einfach einen Flügel bauen. Wie zum Beispiel hier die Kollegen von Virginia Tech. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir eh schon Prinzip vom Flügel haben, dann bauen wir das Segel als Flügel, hängen noch ein Vorsegel dahin, um ein bisschen den Wind zu steuern, um auch beim Wenden und Halsen besser Kontrolle zu haben. Fertig. Oder wir bauen einfach eigentlich gleich ein Flugzeug da oben hin und steuern das damit. Das sind so die aktuellen Segeln, wenn wir wirklich professionelle autonome Boote uns anschauen. Wir haben also nur noch einen zentralen Flügel. Der wird hinten von einem kleinen Ruder in den Wind, gegen den Wind oder halt quer gedreht und dreht sich komplett unabhängig von unserem Rumpf. Dem ist das egal, da gibt es auch keine Abspannten mehr, alles egal. Der rotiert frei und damit können wir auf einmal auch rückwärts segeln. Ja, kann praktisch sein, wenn man irgendwo andocken möchte. Bietet halt einfach moderne Möglichkeiten. Das macht auch die Steuerung, die Verwaltung sehr viel einfacher als klassische mit Tuch, die man reffen muss. Wir haben das leider ein bisschen zu spät erfahren und sind mit unserem Boot bei diesem Design gelandet, mit dem wir aber auch sehr zufrieden sind. Man sieht hier einfach schön Verdrängerrumpf, wir haben ein klassisches Sloop Rig und wir haben ein schönes Langkiel. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen unseren Rumpf, jetzt müssen wir ihn steuern. Für die Control Unit gibt es im Endeffekt so drei primäre Kandidaten. Relativ bekannt Arduino Nano, Raspberry Pi und eine Nvidia Jetson. Ich glaube, zu allen drei muss ich jetzt nicht so viel sagen, die sind relativ bekannt. Die haben in unserem Kontext vor allen Dingen eine wichtige oder zwei wichtige Kategorien. Das eine ist natürlich die Berechenbarkeit oder beziehungsweise die Rechenleistung und das andere ist natürlich unser Power Supply. Und dann, wenn wir die uns drüber nachdenken, dann müssen wir uns halt überlegen, was sollen die eigentlich tun? Wollte ich dann einfach nur eine Control Loop mit einer If-Schleife oder einer While-Schleife machen, vielleicht noch zwei Branching, ja gut, dann brauche ich da vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Raspberry Pi. Möchte ich da vielleicht mit einem neuronalen Netz das steuern, weil ich mein Symbol nicht ganz, mein Boot nicht ganz simuliert habe und vielleicht auch ja, das erstmal testen lassen möchte, meine Sensoren nehmen möchte und dann das simulieren und dann steuern lassen möchte, dann wird vielleicht so ein Arduino ein bisschen schwierig. Genau, natürlich, was möchte ich dranhängen an Sensoren, Aktoren, das bestimmt so ein bisschen unsere GPIO-Anzahl und die letzte, naja, wie viel Geld wollt ihr an so einem Boot versenken, das kann sehr teuer werden, das bestimmt natürlich auch den Faktor.
Und dann natürlich, wenn wir einen Computerkern haben oder eine Recheneinheit haben, wir können natürlich auch vernetzen und verteilen. Also entweder haben wir halt einen oder, was wir zum Beispiel gebaut haben, wir haben mehrere. Wir haben einen zentralen Raspberry Pi, der sitzt in einer dieser Boxen, die ihr hier auf dem Bild seht, hier oben. Und in den anderen Boxen sitzen dann jeweils nochmal die Steuerrechner für zum Beispiel das Ruder, für die Leinen, die die Segel steuern, für die ganzen Geschichten. Gut, das Ganze müssen wir natürlich powern. Strom ist heutzutage ja überall relevant, vor allem bei Rechnern. Klassiker, wir hängen Batterien rein. Lipos gibt es auch an jeder Ecke, sammeln wir ein paar E-Zigaretten, Hammers. Problem ist nur, irgendwann ist halt da die Grenze und da müssen wir sie erzeugen. Und wir haben auf dem Meer so eigentlich drei relevante Systeme für die Stromerzeugung. Erste ganz klassische Solarzelle. Hängen wir hin, wir haben Sonne, wunderbar. Wir haben nicht mal irgendwas, was uns stört oder beschattet aus unserem Segel und das können wir ja steuern. Also wunderbar. Was machen wir, wenn wir jetzt keine Sonnenstrahlung haben? Dann haben wir meistens schlechtes Wetter. Und wenn wir wirklich schlechtes Wetter haben, dann können wir nicht segeln, aber wir haben Wind. Und dann können wir uns auf einmal Gedanken machen, ob wir nicht da einfach eine Windkraft reinsetzen. Irgendeine Form von einem Windrad, was sich jetzt entweder hier um die Achse dreht oder halt einfach frei schwingt. Das Letzte, naja, die Idee vom Elektroauto können wir natürlich auch anwenden. Wir haben zwar keine Räder, aber wir haben natürlich eine Schiffsschraube in den meisten Booten. Weil im Hafen segeln, wenn ihr das mal gemacht habt, das macht nicht so viel Spaß, vor allem wenn der Wind schlecht steht. Da hat man doch gern einen Motor. Und gut, wenn ich den reinbaue, ich nehme nicht extra noch Benzin mit, ich habe eh Elektro, also hänge ich einen Elektromotor rein. Elektromotor ist ein Generator, ich habe gute Fahrt, ich nehme den einfach als Generator und kriege meinen Strom for free. Wenn wir das Ganze haben, haben wir jetzt unseren Power Supply, der betrinkt jetzt natürlich wieder unsere Compute Unit. Also hier kommt dann so die erste Schleife in der iterativen Design, man hat das sein Power, vielleicht merkt man die Compute Unit fast nicht, passt nicht, man braucht weniger oder mehr Power oder man braucht eine kleinere Compute Unit und kommt so ein bisschen in die Schleife rein. Genau, wir haben jetzt also ein Boot, das liegt halt rum und das tut gar nichts. Also müssen wir irgendwie Software drauf machen, damit es irgendwie was Schlaues macht. Und die Software muss im Wesentlichen zwei Sachen machen. Sie muss einerseits Sensoren einlesen und dann irgendwie die ganzen Aktoren, also zum Beispiel das Ruder oder das Segel so stellen, dass wir an einem Ziel ankommen. Also, was tun wir? Wir haben ein Boot. Wir bauen jetzt schrittweise so ein bisschen ein paar Komponenten zusammen, die miteinander kommunizieren und am Ende hoffentlich das Boot zum Ziel steuern. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, da gibt es irgendwie mehr Lösungen, als man jemals aufzählen kann. Also, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir haben so ein dezentrales System, wir haben einen CAN-Bus, gab es ja auch auf dem Talk, hier in MCD einen coolen Talk zum CAN-Interface. Das verwenden wir auch. Dann dekodieren wir das, ja, das sind kleine Nachrichten, wir müssen da irgendwie rauspacken, was wir da reingestopft haben in diese kleinen Nachrichten. Dann können wir einen Controller bauen. Ja. Kleiner Regelungskreis, der sorgt dann dafür, dass das Ruder irgendwie so gestellt wird, dass wir auf dem Kurs bleiben. Ja, okay, wenn wir jetzt unseren Controller bauen, dann müssen wir eigentlich auch recht genau wissen, in welcher Orientierung sich das Boot zum Beispiel befindet. Okay, also haben wir irgendwie vielleicht ein GPS, da wissen wir, wo wir sind, ein IMU, dann wissen wir, wie das Boot ausgerichtet ist, wir müssen irgendwie Sensor Fusion machen, ein bisschen filtern, die Sensoren sind verrauscht, dann müssen wir irgendwie den Zustand von dem Boot schätzen. Okay, haben wir das auch gemacht, dann merken wir, okay, damit wir eigentlich so einen guten Controller schreiben können, braucht der halt auch einen Zielkurs. Okay, gut, also, was machen wir? Wir bauen uns einen kleinen Node hier, Environment Map haben wir das genannt, die merkt sich, was um das Boot drumherum ist. Also, wo sind andere Schiffe, die wir vielleicht über IS empfangen haben? Da gab es auch einen coolen Talk zu, wie man das empfangen kann. Ja, was sind irgendwie Seekarteninformationen, OpenStreetMap-Daten? All das müssen wir irgendwo sammeln. Und dann können wir auf die Nähe planen, also auf die nächsten, sagen wir mal, 20, 50 Kilometer. Und vielleicht wollen wir auch mal über Atlantik, das heißt, wir müssen auch irgendwie auf die Ferne planen können. Und dann haben wir so ein riesenkomplexes System, wo keiner mehr eine Übersicht hat. Das heißt, was macht man? Man baut eine GUI. Seaview haben wir es genannt. Damit kann man halt ein bisschen Übersicht behalten, was das System gerade plant oder auch eben nicht tut. Ja, dann hat man irgendwie ein Boot, das ist recht blind. Also sagt man, okay, man setzt eine Kamera drauf, sitzt hier vorne zum Beispiel bei dem. Dann kann man vielleicht Bojen erkennen, so testweise. Die Idee ist natürlich, dass man irgendwie auch anderen Schiffen ausweichen kann, die vielleicht kein AIS anhaben. Gerade kleinere haben das typischerweise ja nicht. Und ganz am Ende, mit dem Boot geht's noch halbwegs, aber mit Roboter, der da unten im Hof steht, der ist irgendwie 200-300 Kilo schwer, recht unhandlich. Man braucht irgendwie See, wo man ihn reinschieben kann. Man will nicht jedes Mal, wenn man eine kleine Sache geändert hat, mit dem Boot ins Wasser fahren. Das heißt, ein Simulator ist ganz cool. Generell ein Haufen Unit-Tests helfen einem, da nicht komplett wahnsinnig zu werden. Genau, und dann schreibt man das, funktioniert es perfekt, muss man nie wieder anfassen, wie es mit Software halt so ist. Perfekt, dann können wir weitermachen.
Wir haben schon gemerkt, okay, wir brauchen irgendwie Sensoren. Ja? Also was hatten wir? Wir haben irgendwie Positionssensoren, Lagesensoren. Eine Windfahne ist noch ganz nützlich, damit wir wissen, wo der Wind herweht. Das ist auch in Software wichtig. So, und dann ist die Frage, okay, reicht das? Nö, überhaupt nicht, haben wir dann festgestellt. Haben wir spät festgestellt. Aber es ist halt echt gut, wenn man weiß, ob das Segel gerade aus- oder eingerollt ist. Das ist irgendwie einfach. Das kann Software sich merken, ob es es gemacht hat. Aber wenn du zwischen den Strom verlierst und es wieder angeht, dann ist Software keine Ahnung, was abgeht. Das heißt, man braucht irgendwie einen Sensor dafür, wie auch immer man den baut. Ist nicht ganz offensichtlich. Genauso ist es cool zu wissen, wie das Segel gerade ausgerichtet ist. Ob der Baum, also die untere Kante, vom Segel gerade nach rechts oder links weht. Das ist ganz nützlich. Und damit man Ruder gut stellen kann, ist es auch gut zu wissen, wie das Ruder gerade gestellt ist, damit man weiß, was man auf dem Stepper-Motor ändern kann. Alles ganz nützliche Dinge. Auch cool ist es, wenn man weiß, wie feucht das Boot ist. So in Zentimeter Wassersäule von unten. Ja, dann hat man so ein bisschen Frühwarnsystem, wann man irgendwie eingreifen muss. So ein kleiner Tipp am Rande. Genau. Und ja, der Teil ist, den vergisst man nicht so leicht, aber kann man mal erwähnen. Also je nachdem, was man mit dem Boot machen will, ist halt auch sinnvoll, irgendwie so einen Payload zu haben, der irgendwie was misst. Und das sind einfach auch nur weitere Sensoren in der Regel. Genau. So eine Übersicht dafür. Und vielleicht eine Sache, die wir noch einen Tick weiter reingucken können, ist, wie genau die Wegplanung funktioniert. Und das Coole ist, dass die Welt anscheinend flach ist. Das ist geometrisch recht angenehm, weil Abstände ganz gut funktionieren. Gibt es einen Haufen Literatur zu? Ist eine recht neue Theorie, gibt es so seit 10 Jahren, hat sich etabliert. Aber wenn man das in Facebook guckt, ist es eigentlich Konsens. Und wenn wir in so einer flachen Welt sind, also irgendwie Tangent Plane oder so nennen es manche IngenieurInnen, aber es ist eine flache Erde, okay? Wir haben also unser kleines Bötchen, wir sind hier an der Stelle und wir wollen irgendwie zwischen diesen zwei Inseln durch, ja? Also, ich habe so ein bisschen Machine Learning-Hintergrund, was macht man? Man wirft so ein paar Kandidatenrouten da mal hin, ja? Und dann sagt man, naja, irgendwie, das ist so, eine Insel ist eigentlich auch nur so eine Gefährlichkeitslandschaft und naja, wenn man jetzt die Routen so ein bisschen so Gradient Descent mäßig anpasst und so ein bisschen die Täler mit wenig Risiko, aber kurzen Strecken fallen lässt und die so schrittweise anpasst, dann werden die Routen schon am Ende gut sein, die rauskommen. Und wie das anscheinend im Machine Learning gerade läuft, funktioniert das halt einfach. Und wenn man genug Routen hat und die lang genug optimiert und man kann auch so ein bisschen iterativ immer nachschärfen, wenn die Welt sich ändert, dann findet man damit eigentlich in der Nähe ganz brauchbare Routen und man kann auch recht simpel bewegliche Objekte da einbauen. Das ist eigentlich ein ganz flexibles Framework. Genau. Der zweite Schritt ist, wir wollen irgendwie noch nicht nur die nächsten 10 Kilometer oder so planen, sondern die nächsten 1000, 10.000. Was macht man da? Ja? Was wollen wir also machen? Wir wollen irgendwie so zum Beispiel Wetterlagen vermeiden und weil es ein ganz kompliziertes Problem ist, musste man ein bisschen tiefer in die Literatur einsteigen. Und wenn man so 2.500 Jahre zurückgeht, dann hat irgendwer festgestellt, die Erde ist eher nicht ganz flach. Die ist so, auch nicht rund, aber so halbwegs rund. Das heißt, was kann man machen? Man sagt, okay, man nimmt so ein eckiges Ding, ja, so ein Icosahedron oder so, und dann unterteilt man das hier ein bisschen und dann kann man so ein schönes Netz über so einen Globus legen. Ne? Und dann, ich meine, vielleicht, wenn ihr so einen Informatik-Hintergrund habt, aha, wir haben Start und ein Ziel und ein Netz. Perfekt, wir haben Graphen. Also werfen wir einfach A-Stern drauf, ja. Und dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Kanten irgendwie an den Stellen, wo wir irgendwie Land haben, nicht da sind oder hohe Kosten haben. Und dann haben wir eigentlich Wegsuche auf dem Globus gelöst. Abstandsberechnungen, für so die Heuristik ist ein bisschen nervig zu bauen. Die Formel für Abstandsberechnung ist ein bisschen nervig, aber kriegt man hin. Gibt es Open-Source-Implementierung zu im Notfall. Und wenn man das Ganze ein bisschen mit feinerem Netz macht, dann kriegt man damit eigentlich ganz brauchbare Routen auch in der Ferne geplant. Genau. Somit haben wir jetzt ein Ziel. Wir haben irgendwie so einen riesen Software-Stack, der uns fehlerfrei zum Ziel führt. Und haben dabei vielleicht auch ein bisschen gemerkt, hey, eigentlich müssen wir im Ruder was anpassen. Wir müssen irgendwie an unserer Ausgangsanforderung ein bisschen was anpassen. Eigentlich brauchen wir doch mehr Rechenleistung. Ah, verdammt, jetzt brauchen wir auch mehr Strom. Das Ganze ist ein iterativer Prozess, ihr kennt es. Genau, es macht also Spaß. Okay. Also, jetzt haben wir ein Boot, jetzt kann segeln, es weiß, wo es hinfährt. Also schmeißen wir es ins Wasser und warten an der Ostküste von den USA, bis es da ist. Das dauert jetzt ein bisschen und ja, zumindest ist mein Arbeitgeber, glaube ich, zahlt mir keine 90 Tage Urlaub. Also müssen wir irgendwie mit dem Ding wieder reden. Ja, jetzt kommt so die Frage, wie reden wir? Am Land ist das nicht, oder direkt am See, super einfach. Wir schmeißen ein Handy an Bord, wir haben noch ein zweites Handy in der Hand, haben WLAN-Hotspot, wunderbar, wir kriegen alles Daten, schön.
Das verlieren wir leider so nach ein paar Meter. Und ja gut, wir wollen ja ein bisschen weiter raus. Also nehmen wir ein Handy, das hat ja auch ein mobiles Internet. Also komme ich schon mal viel, viel weiter. Funktioniert beim See noch, wenn er nicht zu groß ist. Ab einer gewissen Größe wird leider auch das Handynetz so ein bisschen schwächer. Und jetzt haben wir so das Problem, was machen wir? Eine schöne Sache ist so das ganze Thema LoRa oder allgemein ja Funk in der Richtung, im irgendwo diesen Bändern um die 400, 900 Megahertz herum. Die gehen eigentlich ganz schön, da kriegt man ein paar Kilometer Reichweite. Die Antennen sind nicht so groß, die sind so vielleicht so in der Höhe hier. Kriegt man super unter. Damit kommen wir jetzt über den See, können wir vielleicht über den Starnberger See schippern, vielleicht auch noch einen Bodensee. Und ja gut, jetzt wird aber das mit dem Atlantik schon wieder blöd. Wir haben ja eine leider längere Distanz und dann kommen wir leider um das nicht herum, was wir eigentlich so ein bisschen lang vermeiden wollen. Und das ist jetzt einfach Satellit und Kosten. Es gibt natürlich sowas Schönes wie Starlink und Imasat. Die verlangen nur leider Geld dafür, dass sie uns das Internet geben. Ist aber immer eine Möglichkeit. Und sagen wir es mal so, für manche Sachen ist es auch vielleicht gar nicht so dumm, das Geld auszugeben, weil so ein Boot kostet am Ende ein paar Euro und das würde ich dann gerne wissen, wenn und wo es ist und ob es gesunken ist oder nicht. Es gibt aber für die Leute, die vielleicht ein Amateurfunkzeichen haben oder es vorhaben zu haben, ich glaube, es gab glaube ich ja auch dazu einen Talk, da auch noch ein paar Möglichkeiten, so nur mal hier als grob angerissen für terrestrische Möglichkeiten. Vielleicht, wenn jemand mal Lust hat, nach FT8 und dem ganzen QAP-Thema zu schauen, da gibt es im Kurzwellenbereich schöne Möglichkeiten, einmal quer über den Globus zu funken mit 5 bis 10 Watt. Oder was natürlich, wir brauchen ja auch Wetterdaten, weil wir wollen die Wetterfront natürlich ausweichen, aber die sehen wir natürlich schlecht, wenn die ein paar hundert Kilometer weg ist. Es gibt tatsächlich noch uralte Wetterdienste, die irgendwo bei Kilohertz funken, also extrem lange Wellen. Die sind super, die werden so ja, seit knapp 100 Jahren ungefähr genutzt. Nur einen kleinen Nachteil haben die, die sind leider nicht für uns geschrieben, sondern halt eher für die Kapitäne auf einem Schiff. Das heißt, die sind wunderschön menschenleslich und vor allem die Franzosen schreiben wunderschöne Texte dahin. Ja, nur müsste ich dann jetzt aus diesen Texten wieder herausinterpretieren, was jetzt eigentlich meine Windgeschwindigkeit, Position und die Windstärke ist. In der Stelle muss ich dazu sagen, die Texte der Amis sind wirklich schön, weil die sind prägnant, Ort, Wind, Richtung, fertig. Nur so, da braucht man dann vielleicht noch ein bisschen Sprachanalyse, aber es geht. Es ist jetzt nicht zu viel Aufwand. Gut, dann haben wir jetzt so alles fertig. Wir haben ein Boot, wir wissen, wo es hinfahrt. Jetzt wollen wir es natürlich nicht einfach nur in den Atlantik schmeißen. Und ja, cool, wir schmeißen es in den Atlantik, weil Hobby und Selbstzweck. Gut, das ist natürlich ein guter Teil dabei. Aber wir wollen es natürlich auch mit anderen messen, mit anderen reden, mit anderen vergleichen. Und zum Glück gibt es da Wettbewerbe. Hoppala. Und da gibt es vor allen Dingen drei oder ja inzwischen nur noch zwei, die da so für allen Dingen Segelboote interessant sind. Für Motorboote gibt es noch ein paar mehr. Wir haben die jetzt nur so ein bisschen ausgeklammert. Wenn ihr da sucht, da findet ihr auch noch einige. Für Segelboote gibt es vor allen Dingen zwei. Der eine ist die Sailbot. Das ist so ein internationaler Wettbewerb, an dem vor allen Dingen Studieteams teilnehmen. Man kann aber auch, wenn man jetzt ein Team hat, von keinen Studenten auch teilnehmen. Das ist dann ein bisschen andere Klasse. Die sind so einmal in dem Jahr. Und in der Größe wie halt unser kleiner Marlin hier, den hatten wir jetzt auch im letzten dabei. Vor allen Dingen, wenn wir aus Europa hinkommen, weil das sind halt eigentlich nur US-Teams inzwischen da noch dabei. Das heißt, man muss rüberfliegen und das wird mit 250 Kilo etwas schwierig, der Fluglinie beizubringen, dass man das jetzt unbedingt im Laderaum haben möchte. Ansonsten gibt es noch die Mikrotransat, das ist diese Geschichte, mit der man über den Atlantik segeln möchte. Die hat so eine Größenbeschränkung bis zu 2,5 Meter, deswegen schaut das Ding auch so aus, wie es ist und das sind so 2,40 Meter, länger können wir es zum Glück nicht bauen. Genau, und das ist, woran wir arbeiten. Es gab noch die WRSC oder World Robotics Sail Championship. Ja, die hat leider Corona nicht überlebt. Also da haben wir leider Opfer zu beklagen. Die Mailinglist existiert noch, es wird hin und wieder rumgeschrieben, aber momentan sind einfach zu wenig interessierte Teams dabei. Also falls ihr Bock habt, ein Team zu gründen und auf Wettbewerbe zu fahren, meldet euch auf der Liste. Ich glaube, wir stellen auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Leute für die Organisation. Dann kriegt man vielleicht ein paar zusammen und kann das wieder machen. Die findet dann hoffentlich wieder in Europa statt. Gut, dann haben wir unser Wettbewerb und ihr seht, der Pfeil landet schon wieder beim Mission Design. Weil vor dem Wettbewerb ist am Ende vom Tag nach dem Wettbewerb. Ihr habt so ein bisschen die Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, vom letzten gesehen. Man sieht neue Segeltypen, man sieht neue Rumpftypen und sofort fängt man eigentlich an zu überlegen, verdammt, was muss ich besser machen? Was hat ich für Probleme an meinem Boot? War es vielleicht nicht dicht genug? Waren die Wellen vielleicht ein bisschen zu hoch? War ich falsch am Segeln, schlecht am Segeln? Und man fängt sofort eigentlich zu überlegen, was mache ich als nächstes Neues? Und der ganze Zirkus von fängt vorne an mit neuen Erfahrungen, neuem Wissen. Damit kommen wir jetzt auch zu den Lessons Learned. Und für euch wahrscheinlich die spannendsten Sachen. Und die allererste ist, testet es. Und wirklich, testet es jetzt. Ihr meint, ihr seid noch nicht fertig, testet es.
Ihr habt irgendwas übersehen, es ist eine Kleinigkeit und am Ende ärgert sie euch und sie kostet euch ein paar Nächte zum Fixen. Das ist es nicht wert. Genau, das zweite ist, wahrscheinlich ist, was ihr baut, zu komplex. Wir hatten dieses Have Fun drauf am Anfang als Ziel von so einem Projekt. Ist sehr legitim. Es gibt Dinge, die sind zu komplex zu bauen. Wir hatten zum Beispiel mal vor, ein Doppelruder zu bauen, wo man ein Ruder ausklinken kann, wenn sich eins verhängt. Aber wenn es ausklinkt, muss es dicht sein. Und ja, es stellt sich raus, es ist recht schwer, überhaupt gutes so Ruderschaft und alles zu bauen. Das hat gereicht. Wir haben jetzt ein Ruder am Boot verbaut. Die nächste ist so ein bisschen, wir brauchen mehr Sensoren. Wir haben schon mal erwähnt, wir brauchen immer noch mehr Sensoren. Und wir wissen auch, die wir jetzt vorgestellt haben, wahrscheinlich finden wir in 2 Jahren die nächsten und können dann eine revidierte Version von dem Talk hier halten und euch erzählen auf 3 Slides, was an Sensoren man braucht. Habt ihr einfach so ein bisschen im Hinterkopf, ihr werdet vielleicht mehr an euer Bordnetz anschließen müssen, sowohl im Power als auch im Nachrichtensupply. Genau, redet mit Leuten. Es ist überraschend, wie viele Leute selbst in Darmstadt, Hessen, wie auch immer, irgendwie mal so einfach so über den Atlantik gesegelt sind oder so und irgendwie 1, 2 Dinge darüber erzählen können, wie das da draußen ist. Überraschend viele Leute wissen Dinge. Reden hilft. Das nächste, denkt daran ans Sinken und damit meinen wir nicht nur, dass ihr daran denkt, dass euer Boot untergehen könnt, sondern vor allem meinen, wenn euer Boot sinkt, nehmt ein Handy und filmt es. Ihr ärgert euch tierisch danach, wenn ihr genau diesen Moment verpasst habt und es nicht auf Film, nicht auf Bild habt und es nicht zeigen könnt. Habt da so ein Bild dabei. Und wenn ihr in einem See testet, probiert vielleicht vorher mal ein bisschen Apnoe tauchen. 5 bis 10 Meter gehen eigentlich ganz gut. Das sind meistens auch die Wassertiefen und dann kriegt man wenigstens seinen Rumpf wieder und einen Teil der Elektronik und muss nicht alles neu kaufen. Genau, denn die Natur ist halt echt Chaos, es gehen Dinge schief. Salzwasser ist echt eine fiese Suppe, die korrodiert euch alles weg und Wasser findet seinen Weg. Und das Letzte ist, wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, macht euch auch Gedanken, wie kommt euer Boot dahin, wo es hin soll und vor allem, wie kommt es nicht nur zum Wasser, sondern wie kommt es auch ins Wasser. Wenn ihr euch nachher Roboter unten anschaut, der hat nicht umsonst einen Wagen. Das Problem ist, dieser Wagen über einen Sandstrand zu schieben mit kleinen Rollen macht auch nicht viel Spaß. Also habt ihr einfach eine Idee, wie kriegt ihr das rein? Ab einer gewissen Größe wird es schwierig und selbst bei diesem kleinen Boot hier, wenn ihr an so einem Steg von 1/2 Meter Höhe seid und das nicht einfach ins Wasser schmeißen wollt, da muss man auch wieder runterkommen und die Dinger werden schwer. Also selbst das Ding hier hat dann am Ende, glaube ich, 7-8 Kilo mit allem, was drin war. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann haben wir Zeit für Fragen. Okay. Habt ihr Fragen? Fangen wir da oben an. Ja. Wir haben hier auch noch ein Mikro sonst, oder? Ja. Ihr könnt ja vielleicht mal eine reinrufen, wir können sie ja wiederholen. Wie kombinieren wir Wetterdaten und Navigation? In der Nahplanung eigentlich recht simpel. Du sagst halt, du hast eine Wettermessung, ja? Die gilt aktuell, die gilt für die nächsten 10 Minuten, sag mal. Und ab da traust du halt nur noch den Wettervorhersage. Ja. Sag mal, ist der bruchstückhaft implementiert aktuell? Heißt sowas wie Passagen? Ehrlicherweise, also bei diesem Graphen tatsächlich noch nicht. Aber ich meine, da ist es simpel einzubauen. Ich meine, da kannst du auch gut historische Sachen einbauen. Da kannst du auch auf deinen aktuellen Knoten oder die Kante halt so ein bisschen Golfstrom abziehen. Das ist an sich nicht schwer zu machen, das geht gut. Es ist primitiv zu implementieren, aber konzeptionell simpel. Da oben war noch eine Frage. Genau. Also zum einen, super Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, auch sehr unterhaltsam. Also die erste Frage wäre, wie lange oder seid ihr bei der Atlantik und wie lange hat das gedauert? Und die zweite Frage, viel wichtiger, habt ihr den Ring mitgebracht? Part 2 musst du beantworten, den habe ich leider schlecht gehört. Part 1, wir rechnen so, dass wir 90 bis 100 Tage im Atlantik brauchen. Das ist so aktuell unsere Schätzung, das Boot ist nicht schnell. Das ist so ein bisschen auch der Nachteil im Design. Es ist dafür gebaut, dass es sich aufrichtet, dass es einen Sturm überlegt, dass es nicht zu sehr schaukelt. Damit haben wir aber auch zum Beispiel keinen Gleiter, haben kein Tempo und dann wird das halt langsam. Genau. Part 2. Also vielleicht zur Frage, das große Boot war noch nicht auf dem Atlantik. Also wir haben den Ring noch nicht holen können, weil wir ihn noch nicht hingebracht haben oder ne, wir waren noch nicht drüben. Ehrlicherweise das Boot, ich glaube wir haben inzwischen gelernt, es ist echt schwierig über den Atlantik zu kommen, wir machen mal die Ostsee zuerst. Genau, aber das ist so der Stand. Ferngesteuert funktioniert super und
Ja, ich meine, wir sehen es an autonomen Autos. Autonom ist überraschend tricky so, aber genau, die Ostsee ist das nächste Ziel. Dann da vorne, einfach reinrufen, ich glaube, die kriegen wir hin. Also vielleicht die Frage war, haben wir diese ganzen Knoten bei der Software selber implementiert oder läuft da ROS? Also fangen wir mal an, wir verwenden ROS tatsächlich. ROS 2. Genau, ROS 2, weil Standard macht es natürlich einfacher und wir wollen natürlich auch, dass Studenten zu uns kommen, wenn wir da sagen, ihr lernt bei uns so ein bisschen ROS, dann haben die auch mehr davon, außer nur hier irgendeinen Code und irgendein Boot zu bauen. Zur Implementierungsanzahl, das ist ja dein Gebiet. Das habe ich alles selber geschrieben. Also ich meine, wir nehmen Software, wo es geht. Ich meine, diese ganze Geodatenhandling gibt es zum Glück echt super Sachen, die man da nehmen kann. Zur Navigation passend, also der ROS Navigation Stack passt überraschend schlecht auf Boote. Und er passt auch nicht gut auf eine Welt, die nicht flach ist. Das heißt, das ist eigentlich selber geschrieben, ja. Was Vor- und Nachteile hat. Macht halt richtig Bock, ne? Hat die Zuverlässigkeit von selbstgeschriebener Software, die in der Hochschulgruppe entstanden ist. Noch eine Frage. Sehen wir jemanden nicht? Okay, dann vielen Dank und ja, viel Spaß mit dem nächsten Talk. Genau.